Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 2.1. Ihr könnt sehen, hier hängt meine Fahne. Vielen Dank, Danny, Fade Action, für die tolle Idee. Und wenn man hier rüber guckt, da drüben hängt die Fahne von Burning Gamers. Werner, auch dir vielen, vielen Dank für deine tolle Werbung und deine lieben Worte. Ja. Gut, was machen wir? Wir sparen darauf, dass wir uns endlich mal Feld 45 kaufen können. Das ist ja wohl auch billiger geworden mit der 2.1. Mal gucken, was es jetzt kosten soll. 14.000, okay. Boah, das war doch vorher auch schon, oder nicht? War das nicht vorher auch schon irgendwie so in dem Dreh? Ich weiß es nicht, naja. 9 Millionen haben wir. 14 Millionen natürlich. Egal. Kriegen wir aber irgendwann hin. Wir sind auch noch fleißig dabei, Silage zu verkaufen. Und wir sind dabei, auf Feld, Grasfeld 1 Gras zu mähen. Und wollen Grasballen davon machen. Und das Ganze, ich will euch damit natürlich nicht zu Tode nerven, soll einigermaßen automatisiert ablaufen. Und das probieren wir heute mal aus. Da schauen wir mal. Ich gehe jetzt erstmal hier Richtung Hof. Steige in ein Class Axion 800. Ist auch interessant, dass das Licht durch die Wände scheint, ne? Aber egal. Und damit fahre ich zum Händler. Ja, diesen Anhänger, den brauche ich gar nicht. Wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Weil dieses Ballensammeln ging mir dann eigentlich doch irgendwann mal tierisch auf den Keks. Und deshalb probiere ich jetzt mal ein paar Methoden aus, wie ich das automatisieren kann. Ich habe mal eine mit einem Ballensammelwagen probiert, das funktionierte nicht. Ich fahre jetzt zum Händler, da steht noch nichts, aber wir kaufen jetzt was. Mal schauen, ob meine... Jetzt habe ich an Ballentechnik schon vorbeigescrollt, oder? Nö, vielleicht auch nicht. Da. Ballentechnik. Genau, wir kaufen nämlich die Go-Ball. AZ auf Standard, Premium. Ja, wenn, dann holen wir uns was Vernünftiges, ne? Was auch immer das Starter-Kit ist. 300.000. Wehe, die ist scheiße. Eine komplette Bedienungsanleitung. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. So, da steht sie. Die Gowail LT Master. Warum kaufen wir uns gerade so eine stationäre Ballenpresse, wenn wir das automatisieren wollen? Zeige ich euch. Ich weiß nicht, ob meine Idee aufgeht. Wir gucken mal. So, hier auf Feld, Grasfeld 1 wird ja gerade gemäht. Läuft ein Big M von uns. Ich möchte jetzt gerne Grasballen ins Ballenlager bringen.
Und dafür gucken wir hier mal. Ja, die Einnahmen aus der BGA laufen auch fleißig weiter. Das ist schön. So. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mit der Gowell noch nie selber gearbeitet. Okay. So, das sollte so funktionieren. Entwickler schalte ich aus. So, und jetzt muss ich ja, glaube ich, hier irgendwie aussteigen. Ne? Muss sie von Hand bedienen. War das nicht so? So, jetzt steht sie da. Jetzt muss ich hier die aufklappen. Setze ich hier hinten die Ablage raus. Na gut, die Leiter hätte ich jetzt unbedingt gebraucht. Das ist alles soweit okay. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier... So, jetzt ist die LT Master an. Muss ich hier noch was machen? Okay, also eine Sache muss ich noch machen. Und zwar, ich muss Schlussaufzeichnung beginnen. Und irgendwo muss ich hier den Kraftstoffsparmodus deaktivieren, genau.
Class Axion 800, durchdrehende Reifen. Naja, da kann ich mit leben. So. Ja, in den 1000er Vario wollte ich jetzt eigentlich nicht gerade einsteigen. Der ist mir dann doch eine Nummer zu groß hierfür. Das, was ich machen will, das kann ich auch hier mit ihm hier machen. Ich will jetzt erst einmal was ausprobieren, einmal selber fahren, und wenn das funktioniert, dann wird das automatisiert. Da muss ich ja gar nicht hin. Ich will ja gar nicht die Oskin für hier. Oh, gut, dass ich so einen stabilen Zaun habe, dass ich da auch mit einem großen Axion mal so gegenfahren kann. Schauen wir mal, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Weil wenn ja, dann brauche ich euch nämlich gar nicht groß mit der Ballensammelnummer zu belästigen. Dann presse ich die Ballen nämlich gar nicht auf dem Feld. Sondern direkt am Ballenlager und lasse die direkt ins Ballenlager reinrollen. Jetzt müssen die Ballenlager nur noch die Ballen von der Oval annehmen. Wenn das nämlich funktioniert, kann ich nämlich hier einen Cosplay-Kurs aufnehmen. Arias. Wir hier schon. Jetzt schon 12 Ballen aus so einer Ladung. Ja, ihr hört es, die Zeit ist um. Trotzdem will ich noch eben gucken,
Ob das denn, also den Cosplay-Kurs werden wir jetzt nicht einfahren, das mache ich dann in der nächsten Folge, wenn das funktioniert. Aber ich will eben gucken, ob das denn sonst von der Grundidee funktioniert, dass die Gowal da steht, ich dass die Sachen hinbringe und die direkt ins Ballenlager reinrollen. So, wir sind voll. 71.000. Das heißt, ich krieg über 14 Ballen. Also 14, paar zerdrückte Ballen aus einem. Hier, aus einer Ladung. Das finde ich schon ganz schön viel. Weil die Gowal, glaube ich, auch ein bisschen Verlust hat, ne? Oder wie war das? Oder war das bei Förderbändern war das so, stimmt. So, läuft der andere noch hier? Ich hoffe. Hat er da eigentlich einen Abladetrigger oder so? Ja, hat einen Abladetrigger. Das wäre cool. Aber warum läuft die nicht? Mir vielleicht doch gleich nochmal eben die Bedienungsanleitung anschauen. Okay, ich muss also tatsächlich hier. Irgendwelche Knöpfe drücken oder was? Ich muss in die Spielhilfe rein, das nützt nichts. Das ist eigentlich schon immer so extrem hier. Benutzung. Das habe ich ja gemacht. Ich hab die ja angeschaltet eigentlich.
dachte ich zumindest. Oder muss ich hier noch irgendwo ein Netz einlegen jetzt? Ich habe damit Starter Pack gekauft. Naja, okay, war einfach doch noch nicht eingeschaltet. Schaltet sich immer wieder aus, okay. Nein, der soll doch nicht wickeln. Er soll nicht wickeln. Sag mal. Ich bin doch nicht bescheuert. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch scheiße. Hier steht auch ganz klar, Wickler einschalten, das heißt, der Wickler ist jetzt aus. Der Wickler ist auch unten deaktiviert. Also was soll das denn? Das ist doch Dreck. Es taucht doch nicht die Bohne. Leute, wie dem auch sei, das mit dem Ballenwickeln, das kriege ich noch raus. Gib mir ja tierisch auf den Keks. Derzeit bringen wir die Ballen erstmal alle hier rüber. Weil ich glaube nämlich, dass das sonst funktionieren würde. Prinzipiell. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch mal bitte einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Und
schaltet heute Nachmittag wieder ein. 14 Uhr, nächste Folge. Und dann geht's hier nämlich weiter. Und dann mal gucken, vielleicht habe ich es ja bis dahin auch hingekriegt, hier das dämliche Ballenwickeln auszuschalten. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch und sage ciao.